Willkommen im eisigen Norden, meine Damen und Herren. Willkommen zu Total War Warhammer 2 und dem Rückspiel zwischen Victor und Nightkiller. Diesmal haben sie die Fraktionen getauscht. Für alle, die das erste Spiel nicht gesehen haben, können sich das gerne noch anschauen. Das kam oder gestern oder vorgestern irgendwie sowas raus. Also das letzte, was released wurde, das letzte Video. Und diesmal spielt Victor Hochland, also seine eigene Nation. Und Nightkiller kommt jetzt hier mit Kislev an. Und gucken wir mal, was beide für Armeen mitgenommen haben. Oh, wartet mal, ich habe hier eine Idee. So, wir können es hier eigentlich ziemlich gut sehen, was er mitgenommen hat. Ja, mit dieser Armee kommt er. Der gute Victor hier auf der hochländischen Seite. Ja, bisschen billig Quatsch. Bewaffnete Bauern kommt eher mit viel Masse an. Ah, diesen Major. Ich glaube, der hat diese unterschiedlichen Phasen. Muss man gleich mal gucken. So sieht der gute Mann aus. Boah, ziemlich guter Nahkämpfer. Hat aber auch einen Hammer, hat also kein Schild. Führerschaft, Debuff. Und jetzt hat er mehrere Kampfphasen, wo er kartenweit die Leute bufft. Ha. Okay, das heißt, Nightkiller sollte hier die Schlacht möglichst schnell für sich entscheiden. Gucken wir mal Nightkillers Armee an. Er hat hier Falken, Kriegsfalken und bewaffnete Freibauern auf der einen Seite. Er kommt sehr kavalleriestark mit drei Sonnenorden-Rittern und einmal den Greifen-Ulanen. Das sind die teuren. Hier mit ihren schönen Federrücken-Schmuck. Feuermagier ebenfalls, so wie Victor in der letzten Schlacht, nur diesmal beritten. Und hier hinten wird auch schon gefeuert. Ah, wo Langbogenschützen. Victor macht hier einen interessanten Move. Kommt hier mit seinen Langbogenschützen aus dem Eck und seiner massiven Kavallerie. Wenn ihr so eine Situation habt, solltet ihr wie folgt vorgehen. Ihr solltet einen Teil der feindlichen Armee isolieren, was ja ohnehin jetzt wie schon passiert ist, und quasi alles gegen diesen Teil der Armee werfen. Problem ist, hier ist natürlich ganz viel Kavallerie. Den kann man also nur effektiv ausschalten, wenn man selber viel Kavallerie hat. Das hat der gute Nightkiller aber. Das heißt, er könnte eigentlich seinen Plan hier vorne anzugreifen abbrechen und stattdessen sich um das hier kümmern. Weil, ich sag mal, die Kavallerie könnte wegrennen im Notfall, aber die Bogenschützen würde er kriegen. Was jetzt Nightkiller macht, ist seine Armee selber aufzuteilen so ein bisschen und das wird für Probleme sorgen. Ja, jetzt werden auch schon seine Schwertkämpfer hier angecharged. Ah, die Kriegsfalken werden jetzt in den Rücken geschickt, das ist aber kein so guter Einsatz. Da müsste jetzt noch irgendwas frontal auf die zukommen, um die wegzumachen. Weil so ein einzelner Charge in den Rücken ist einfach nicht entsprechend stark. So, jetzt sind noch die Bogenschützen da hinten, die ebenfalls für Stress sorgen. Diese Strelze hier können, glaube ich, nicht so gut über den Hügel schießen. Ja, die können nichts sehen. Die Nahkampf... Oh, kommt ein Feuerschädel. Oder? Oder? Doch nicht? Das ist die Frage, was ist... Doch, da kommt er. Backe. Ja, der hat gesessen. Der hat Victors Einheiten aber gar nicht so sehr erwischt, hatte ich das Gefühl. Hat Victor hier vielleicht sogar den Move gemacht, seine eigenen Einheiten zurückzuziehen? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Ah, Fernkampfreiter werden jetzt hier in die langen Bogenschützen geschickt. Ich weiß nicht, ob die es schaffen, die hier überhaupt auch nur zu verletzen. Weil ich glaube, so schlecht waren die nicht von ihren Stats. Ja, okay, doch, die müsste man zumindest ein bisschen Schaden machen können im Nahkampf. Ah, Falken werden hier reingeschickt. Okay, dann sind die schon mal rausgenommen. Großmeister Nightkiller hier hat jetzt hier die feindliche Kavallerie in Bedrängnis gezogen und kriegt jetzt vielleicht sogar alle drei geknackt. Das könnte die Schlacht hier drehen, weil bis jetzt sehe ich Victor hier ein bisschen im Vorteil. Aber das scheint sich jetzt wirklich zu drehen. Ja, wir sehen auch, dass der Balken wieder zurückgegangen ist.
Also, ich weiß gerade nicht, aus welcher Sicht ich das sehe. Aus der Sicht blau, das ist Nightkiller. Genau, weil... Also Nightkiller hat hier momentan einen Vorteil gehabt, aber der hat sich jetzt wieder verkleinert. Er ist immer noch im Vorteil, wir sehen immer noch gelb ist oben in der Mitte, aber das könnte sich ganz schnell wieder drehen. So, jetzt holt er sicher die nächste Kavallerieeinheit, knockt die komplett aus. Victor hat nichts mehr an Kavallerie. Nur hier so ein paar vereinzelte Einheiten. Aber das war es dann letzten Endes. Und die Strelze hier hinten können jetzt endlich feuern. Aber die Langbogenschützen knocken sie ziemlich aus. Ja, da gehen sie down. Okay, aber Nightkiller hatte den Vorteil in seiner Kavallerie. Der Vorteil im Kraftbalken hat sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu ihm gewandt. Noch mehr. Der Flammenschädel hat nicht ausgereicht. Ah, ein Charge nach dem anderen hier. Aber es ist ein starker Blob. Wenn jetzt hier nochmal ein Feuerschädel durchgeht, dann wird er alles ändern. Ja, die Kavallerie von Nightkiller hat auch schon bessere Tage erlebt. Die ist jetzt am Fliehen hier hinten. Wird dem Feuermagier aufgelauert, der jetzt bedrängt. Oh, okay, da war der richtig abgemetzelt. Guckt euch das an. Ja, der ist weg. Das war ein großer Sieg. Okay, hier hinten haben sich jetzt die beiden Bogenschützen, Langbogenschützen komplett erledigt. Von Victor. Victor hat jetzt nur seine Einheiten hier in der Mitte. Irgendwas kommt hier hinten gerade angelaufen. Irgendein Lord. Wo ist er? Da. Da ist der gute Großmeister. Hoch, so. Der Zoom. Läuft über das Feld. Oh, nächste Kavallerie Charge. Schön in Keilformation. So gefällt einem das. Und wieder raus. Er wird gerade irgendwie gedebufft. Nee, doch nicht. Es war irgendein Moralschaden, den er hier erdulden musste. Ich muss sagen, mittlerweile sind wahrscheinlich auch alle Buffs des Generals aktiviert worden. Das heißt, ja genau, hier sind alle aktiviert. Das heißt, die Rüstung geht hoch. Nahkampfabwehr geht hoch. Nahkampfangriff. Oh mein Gott, ist ja erheblich gebufft, weil das sind die Esk-Soldaten, die da in der Nähe sind. Kontaktphase. 20% grundlegender Geschossschaden. Ja, also die Einheiten sind jetzt hier von Victor deutlich stärker. Aber er bloppt halt auch ziemlich extremst. Aber er braucht keine Angst mehr vom Magion zu haben, den hat er ja schon nach Hause eskortiert. Kurz was trinken. Ach, schon geht's wieder besser mit der Stimme. Oh, Kavallerie. Okay, hat den Franzosen gemacht. Oh, das gegen wer? Weg! Aber sie werden den Rücken angegriffen und erledigt. Aber die Unterstützungskavallerie hier naht schon. Die berittenen Freibauern von Kislev gehen ebenfalls in den Kampf und schaffen es, die Victor-Kavallerie zur Flucht zu bringen. Styles, sie stehen hier hinten noch. Bin ich mal... Okay, so viele Kills haben sie nicht gemacht. Oh, 1300 Schaden. Okay, ich nehme alles zurück. Oh, Nightkiller, was ist jetzt los hier? Er schafft es nicht, diesen Knüppel hier aufzulösen. Da fehlt ihm jetzt einfach... Naja, der Fernkampf, würde ich fast sagen. Geht jetzt hier mit der Kavallerie rein, nimmt natürlich entsprechend viel Schaden durch die ganzen Hellebardiere, die mit rumgammeln. Ja, und dann verliert er jetzt diese Schlacht. Ja. Ganz klares 2:0 für Hochland. Hochland hat sich damit hier als die stärkere Fraktion erwiesen. Unter diesen beiden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was sich letzten Endes herauskristallisiert.
Ja, Ritter des Sonnenordens haben wir wieder gut gemetzelt. Aber es hat diesmal nicht gereicht. Die Kavallerie von Hochland, weiß nicht, die hat hat auch ziemlich viel geschafft. Okay, Bauern kosten halt nichts. Bogenschützen haben auch nicht ganz ihr Geld reingeholt, glaube ich. Aber hier diese herrischen Turmwächter, die haben wahrscheinlich am Ende jetzt einfach alles umgebracht, was kavalleriemäßig noch auf dem Schlachtfeld war. Stelzi hier waren auch ziemlich stark. Die Hände waren okay. Also generell die Infanterie holt meistens nicht so ganz ihren Wert rein. Ja, der Feuermagier war ganz okay. Oh, der Großmeister hat sich ja gar nicht gelohnt. Nur 240. Der muss ja total ausgenockt worden sein. Oh, selbst die Kriegsfalken, obwohl sie... Ja, wahrscheinlich, weil sie am Ende dann doch noch die Bogenschützen gekriegt haben. Aber der Einsatz gegen die Kavallerie war nicht so optimal. Oh, und auch diese berittenen Freibauern hier waren unfassbar gut. Die haben ihren Wert verdreifacht. Nicht schlecht. Naja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzusehen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.